Hallo, willkommen zurück zum magischen Dreieck. Ja, ich habe diesen Clay gefunden, oder wie er hieß. Datei 1 war das. Ja, Gott sei Dank habe ich ihn gefunden. Er hat sich irgendwo in sein Haus verkrochen, wo ich das letzte Mal nicht gesucht hatte. Aber jetzt habe ich noch mal ein bisschen genauer alles unter die Lupe genommen und ihn letztendlich doch gefunden. Und zwar war das hier? Ja, ich glaube. Genau, da ist er nämlich. Du hast meinen Speer? Nun gut. Währenddessen habe ich meinen Rausch ausgeschlafen und kann an die Arbeit gehen. Hier hast du was für deine Mühen. Komm mit. Ich folge dir. Und Clay schließt sich der Gruppe an. Jetzt kann man sogar mit ihm kämpfen, glaube ich, aber. Naja. Hat er denn was drauf? Oh, Level 30 ist er. Schon ganz schön viel Erfahrung gesammelt. Ungefähr 10-mal so viel wie ich. Krasse Scheiße, Alter. Ist das nicht leicht overpowered? Also vom Level her so. Naja, jedenfalls, letztes Video war ja mehr so ein Fail-Part. Ich hoffe, diesmal können wir ernsthaft richtig viel Fortschritt erzielen. Ah, du bist ein guter Mann. Jetzt lass uns allein. Ich habe mit ihm noch ein Hühnchen zu rupfen, aber hier hast du was als Dank. Clay hat die Gruppe verlassen. Okay. Okay, sie unterhalten sich erstmal. Vielleicht muss ich einfach. Was ist denn jetzt los? Soll hier irgendwas passieren? Ich kann immer noch das Menü aufrufen, ne? Also. Ganz so. Puh. Tja. Erstmal nochmal von vorne starten. Okay, offensichtlich sieht es so aus, dass ich hier das Gebiet links nicht mehr betreten kann. Doch jetzt schon, aber nachdem ich Claire hier abgesetzt habe, scheint da irgendwas mit dem Areal nicht zu stimmen. Okay, jetzt hat er die Gruppe verlassen. Jetzt kann ich ja noch das Gebiet nach unten verlassen. Hier ist dann alles beim Alten. Okay, jetzt komme ich wieder und jetzt müsste das Gespräch eigentlich beendet sein, aber. Tja. Ich hoffe, ich muss das Gebiet links nicht mehr betreten. Soll ich dich in das Labyrinth des Teufels lassen? Ja. Gut, da wären wir jetzt also. Und irgendwie. Aha. Also ich kann mich nur so stückchenweise bewegen. Vermutlich, weil sich die Gegner auch alle dann genau in dem Moment irgendwie bewegen müssen. Oh. Ich muss irgendwie an dem vorbeikommen. Scheiße. Ja, toll, wenn man von dem berührt wird, fängt man dann hier hinten wieder an. Hä, des Ritters Schwert gefunden. Habe ich das noch nicht abgegeben? Frage ich mich gerade. Erstmal den Ork fertig machen. Ah. So, und jetzt heile ich meine Leute erstmal. Zwar nicht mit der Fertigkeit, sondern mit den Heiltränken. Ich habe ja genug. Ne, ich kann ihn nicht mehr ansprechen, also. Naja, offensichtlich liegt das Ritterschwert da jetzt irgendwie immer. Du lebst ja immer noch, willst du nochmal rein? Ja, natürlich. Also ich kann. Okay, ich muss mich hier irgendwie. Oh. Durchmanövrieren. Ich weiß nur nicht. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Ernsthaft, wer hat da jetzt Lust drauf, da irgendwelche komischen Manöver sich auszudenken, wie man denen vorbeikommt? Warum kann man die nicht einfach fertig machen?
Es gibt bei Terranigma meinen Lieblingsdungeon. Das ist sowas Ähnliches, da sind solche Wächter mit Taschenlampen. Aber da muss man einfach dann nur so den Kegeln ausweichen, das ist nicht ganz so schlimm wie hier. Zwar, wie komme ich jetzt an dem letzten vorbei? Nach oben ist es gefährlich und. Oh. Kann man ihn verarschen irgendwie? Sieht nicht so aus. Na toll. Oh, das ist ja zum Kotzen. Und dann kommt man immer wieder raus und immer kommen diese Scheißviecher einem entgegen. Wie nervig kann man das denn bitte schon machen noch? Hm. Nein, da kann ich nicht lang. Harter, wenn ich jetzt nach unten gehe, dann. Vielleicht kann ich einfach hier hinten vorbei. Ja, es funktioniert. Pisser. So. Oh. Ich darf das Spiel abspeichern. Machen wir mal in Datei 1. Hier steht: Steht der Tiger unter den Fässern, so betätige einen der Hebel. Was soll das bedeuten? Wo ich sehe überhaupt keinen Hebel. Okay, den kann man wenigstens verschieben. Es sind nur ein paar Gespenster. Die kommt man ja locker an. Das ist natürlich keine Herausforderung. Oh. Das sieht hier allerdings ein bisschen ungemütlich aus. Im Skelett war was versteckt, 25 Nox und ein Mana-Trank. Wie kommt man denn hier vorbei? Einfach durchlaufen? Probieren wir es einfach mal aus. Ja, passt doch. Geist, geh doch mal da weg. Du bist im Weg. Wie soll man den Stein vernünftig schieben, wenn du es versperrst? So, und ich will in diesem Video verflixt nochmal den verdritten Splitter jetzt finden. Und das werde ich. Ich schwöre. Oh, jetzt ist der Geist da schon wieder. Mann, ey. Da oben ist eine Truhe. Oh. Oha. Aber scheint so, als müsste ich da lang. Oder? Kann ich den hier verschieben? Nein, ich hab mir gerade den Weg versperrt. Scheiße. Kann ich trotzdem da noch lang? Oh, tut das weh? Ja, es tut weh. Ja, cool, das war jetzt sehr unklug von mir. Jetzt spielt er so eine traurige Musik. Game over. Tja, was soll's. Versuchen wir es einfach nochmal. Au. Au. Au, 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 au. Au. Das war wieder dumm. Aber ich hab noch, naja, ein bisschen Leben, aber
Versuch es einfach nochmal. Und geh jetzt einfach los. So. Passt. Jetzt müssen wir zwar das nochmal eben nochmal machen, aber das ist jetzt keine große Schwierigkeit. So, jetzt sind wir hier nochmal und jetzt werde ich den Teufel tun, den Steiner nochmal drauf zu schieben. Besten erstmal kurz heilen und abspeichern. Kein Mana mehr. So, speichern. Enderteil 2. Gut. Toll, ich hab's genau falsch getimed, Alter. So, dass ich wirklich immer getroffen wurde. René ist tot. Was mache ich denn da jetzt? Muss irgendein Item nehmen, um ihn wieder zu beleben. Leider habe ich hier schon das meiste aufgebraucht. Hey, eine Heilpflanze bringt ihn wieder zurück ins Leben. Das macht diese Pflanzen doch sehr sympathisch. So. Ein Heiltrank, super. Neue Monster. Schauen wir mal. Oh, schon wieder ein Gruftwächter. Ach, das Monster ist sein Kamerad da. Was hast du hier zu suchen? Für Menschen gibt es hier nichts außer den Tod, den du hier erleiden wirst. Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Kommt mir irgendwie so ein bisschen redundant vor. Wow, wenn man so schwach ist, dann hat man sich, glaube ich, nicht den Namen Gruftwächter verdient. Oh, der Stein ist weg. Kann ich hier irgendwo lang? Nee. So, das sieht doch schon mal ein bisschen nach einer Herausforderung aus. Hier kann man nicht mehr lang. Am besten schiebe ich den erstmal hier hin, damit der Geist den nicht stört. Und dann schauen wir mal, wie wir uns hier einen Weg durchmachen können. Also, ich sollte die besser zur Seite schieben. So. Raus muss ich ja nicht mehr, glaube ich. Ja. Ich kann den noch mal ein bisschen zur Seite schieben. Den hier nach unten. So, jetzt ist erstmal Platz geschaffen hier. Und den schiebe ich auch mal ganz weg. So, ich könnte den jetzt hochschieben. Nur was könnte ich dann noch machen? Nichts. Doch. Die anderen auch noch ein bisschen hochschieben. Ja. Komm. So. So, wie jetzt? Wie jetzt? Ja, ich brauche hier irgendwie noch einen Freiraum, bräuchte ich. Ja. Könnte den einen nach oben schieben, aber ich kann den dann nicht zur Seite schieben. Toll, das bringt mir nix. Verkackt. Darf noch nicht wahr sein, Mann. Oh. Bin gleich nochmal da. So, ich hab's jetzt durchschaut. Also, so muss man das natürlich machen. Gut. Muss man den hier irgendwo draufschieben oder sind die nur zur Zierde? Da ist eine Tür. Verschlossen nehme ich an. Ja, aber da hinten ist eine Treppe, da gucken wir erstmal nach.
Ein Geist! Oh nein! Wird uns zu Tode erschrecken! Gut, hoffentlich finden wir gleich irgendwie den Schlüssel oder sowas. Oder einen Hebel. Was ist denn hier los? Hier steht, die letzte Ziffer lautet 9. Toll. Hä? Oh ne, auf so ein Rätsel habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Muss ich ehrlich gestehen. Okay. Also runter, links. Runter, links. Runter. War es richtig? Nee. Runter. Hä? Wo bin ich jetzt? Hier bin ich wieder am Anfang. Runter, links. Dann doch nochmal runter, ne? Ja, dann bin ich, glaube ich, woanders. Versuchen wir erstmal jetzt mal rechts. Bin ich hier? Oh, nee. Boah. Doch überhaupt keine Lust, ey, auf diese dummen Spielchen. Und ich hab. Weiß nicht, irgendwie mit den Hinweisen kann ich nichts anfangen. Ach, ich bin dann wieder da, wenn ich das hier gelöst habe. Okay, ich hab's soweit geschafft. Ich glaube, bin hier in einem neuen Dings und... Kennst du noch die Zahl, die wir uns merken mussten? Wenn nicht, dann sollten wir nochmal die Tempel nach den Ziffern absuchen. What the hell? Ich weiß, dass die letzte Ziffer eine 9 ist, aber ich weiß doch die anderen nicht mehr. Das ist doch viel zu lange her. Willst du mich doch verarschen? Jetzt muss ich ja in jedem von meinen Videos nachgucken, als ob ich nochmal in die Tempel gehe. Ich bin doch nicht bescheuert. Was ist hier? 157 oder sowas? Ne, ist auf jeden Fall falsch. Kommt hier so ein scheiß Skelett. Ey, dieser scheiß Tempel hier, der hat echt alle Tücken, die so ein Spiel stellen kann. Oh, nee. Na, ich muss das nachgucken und aufschreiben. Bis gleich. So, da bin ich wieder, eben kurz durch meine Videos gerusht und ich hab jetzt die Zahl. Und die ist 7, 1, 2, 5, 8. Und hier kommt eine 9 hin. So, was war das hier? Das war, glaube ich, eine Zahl, die nur im zweiten Tempel zu finden war. Ich habe die jetzt hier erraten. Es war einfach nach Trial and Error. Das hat sich jetzt als 3 herausgestellt. Im Raum, wo wir gegen den Drachen da gekämpft haben, im vorletzten Video, da war noch eine Treppe. Die habe ich jetzt nicht benutzt und... Man wurde ja, nachdem man den Splitter da bekommen hat, direkt aus dem Tempel gebracht und da sollte ich keine Gelegenheit, jetzt noch die Treppe da hochzugehen, das zu erkunden. Da war bestimmt der Hinweis, dass da noch diese Zahl hier die 3 ist. Gut, dass das keine zweistellige Zahl war, wie sowas wie, keine Ahnung, 34 oder sowas, dann es wäre hart asozial gewesen, wenn ich da jetzt nochmal den ganzen Weg da hätte hinlaufen müssen und so, um die Zahl zu finden. Gut. So konnten wir das wenigstens noch erraten. Und finden hier einen Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Gut. Damit können wir die eine Tür da öffnen. Und... Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Die Tür geht auf. Was ist... Teufel ist das denn hier? Ja, erstmal wieder speichern. Hä? Ne, da bin ich gerade irgendwie runtergefallen. Ja, auch.
Okay, ich kann hier ein Stück gehen. Hier lang. Nee, da kann ich. Da muss ich hier weiter lang. Hä? Oh Mann, was ist das denn schon wieder? Okay, ich kann bis zu dieser Fackel hier laufen. What? Ich dachte gerade, ich hätte es raus. Dass man immer nur bis zu der nächsten gegenüberliegenden Fackel laufen kann. Also so, so. Nee. So nicht. Hä? Nee, so auch nicht. Also bis hierhin ist schon mal okay. Aber da reißt es mich irgendwie runter plötzlich. Ich glaube, ich muss hier hoch. Ah, genau. So, wollen jetzt? Nee, da kann ich nicht mehr weiter. Nee, nach da kann ich auch nicht. Oh, was ist das denn schon wieder für eine Kacke? Ich meine, okay, jetzt zuerst ging es dann irgendwie so noch so ein bisschen nach dem Muster. Oh, das ist doch ätzend und langweilig. Hä? Was ist mit dem Typ da hinten? Der hilft mir gar nicht. Könnte ich jetzt gut gebrauchen. Hä, was willst du von mir? Das geht doch gar nicht. Ich kann hier einen Schritt gehen. Wenn ich jetzt nach unten gehe, ist es vorbei. Wenn ich jetzt nach oben gehe, ist es vorbei. Und wenn ich einen weiter nach rechts gehe, ist es auch vorbei. Wenn ich einen nach links gehe, ist es auch vorbei. Da. Ich check das nicht. Ach, ich komme wieder, wenn ich es fertig habe. Ich glaube, ich hab's jetzt. Also hier runter kann man dann hier lang. Hier hoch, hier lang, hier rum. So, hier lang. Oh, Gott sei Dank. Das war echt ätzend. Bevor du zum Meister gelangst, musst du erst gegen ein anderes Untier aus der Höhle antreten. Das ist mir zu fies. Feigling. Ein Kinderspiel. Also gut, folge mir. Wo geht's jetzt hin? Kommt überhaupt der nächste Screen? Nein. So, der Bug ist behoben. Doug Bauer hat mir die nötige Datei geschickt, damit es jetzt weiter vorangeht. Also, machen wir mal weiter. Bevor du zum Meister gelangst, musst du erst gegen ein anderes Untier aus der Höhle antreten. Ein Kinderspiel. Also gut, folge mir. Jo, und dann kommen wir hier zu diesem Minispiel. Sag ich mal. Ihr seht da die Skelette und dieses komische Kätzchen oder was das da ist. Und wenn es da hinten auf diese Markierung läuft, ist es für eine kurze Zeit eingefroren. Da müssen wir den Hebel betätigen und ja, diese, keine Ahnung, diese Fässer oder was das da sind, weil die Falle halt zuschnappen lassen. Und ich glaube, wir dürfen nicht von irgendeinem von den Viechern hier berührt werden, sonst ist es vorbei. Dann müssen wir von vorne anfangen. Ja, ich habe ein bisschen weiter gespielt dann, als das dann behoben war und habe das dann schon gemacht. Okay, das heißt, wir haben es geschafft.
Und ja, sind vor uns da einen fiesen, fiesen Drachen. Der Boss dieses Dungeons, denke ich mal. Damit befindet sich der Splitter gleich hoffentlich endlich in unseren Händen. Nutzen wir hier mal Mana-Tränke, um meine Zauberpunkte wieder voll aufzufüllen. Den Topas können wir auch benutzen. Beweglichkeit erhöhen von mir aus. Will noch was? Nee. Gut. Abspeichern. Und weiter geht's. Komm. Da bist du ja. Ich habe ewig auf dich gewartet. Rolan heißt du. Okay. Warum? Um dich aufzuhalten, den Splitter zu nehmen. Du wusstest also, dass ich komme. Schön für dich. Was machen wir? Vergiftung! Yay! Musterwehr greift an. René hat auch irgendeine Fähigkeit hoffentlich. Und zwar Blitz von mir aus. Und ich mache hier Verteidigung runter. Und gleich Angriff rauf auf mich selbst. Das wird lustig. Angriff rauf. Und jetzt kloppen wir mal auf ihn ein. Naja, die Flammenexplosion tut ganz schön weh. Aber ich mache 127 Schaden. Das ist nett. Und er ist schon besiegt. Kaum eine Herausforderung. Auch wenn er viel Schaden gemacht hat. Wie kann das sein? Nein! Bäh. Das war's mit dir, du Mistvieh. Das kann natürlich nicht enden, ohne hier, dass ein Gothic-Spruch rausgehauen wird. Das ist der letzte der drei Splitter. Mann, bist du dir bewusst, was du dann in deinen Händen hältst? Diese drei Splitter waren einst das magische Dreieck. Diese Splitter haben vor vielen Jahren das Land im Untergang gebracht. Du hältst die mächtigste Waffe in den Händen, die die Menschheit je gesehen hat. Selbst die Elfen würden es bestimmt nicht wagen, seine Macht in Anspruch zu nehmen. Wir müssen die Splitter vernichten. Wir sollten zurück zu Nuklearus gehen. Oh, er ist tot. Lass mich in Ruhe, ich bin mich am Unterhalten. Ah, mit der Leiche da. Okay, nach links gehen wir besser nicht mehr, nicht, dass es gleich wieder abstürzt. Hier liegen auch nur noch Tote. Uiuiuiui. Nicht sehr gut. Okay, bringen wir jetzt den dritten Splitter jetzt zu Nuklearus. So, ich glaube, das ging nämlich hier lang. Wenn ich mich recht entsinne. Tja, also meiner Ansicht nach sollten wir das Dreieck behalten und selbst uns zum Herrscher aufschwingen über die Welt. Ist doch eine Verschwendung, das zu zerstören. In diesem Wald leckt es ganz schön, muss man sagen. So, jetzt sind wir aber auch schon so gut wie da. Ah, komm. Ah, gut. So, mal sehen, was jetzt zu sagen hat, wo wir die drei Splitter haben. Ihr habt also wahrlich den dritten und letzten Splitter des Dreiecks gefunden. Ja, ja. Ja, es war auch schwer genug, muss man sagen. Ich meine, dieser letzte Tempel hat es in sich gehabt. Ja, das haben wir. Doch jetzt wird höchste Zeit, dass wir die Splitter zerstören. In Drino haben uns die Orks angegriffen und sind bis an die Brücken vorgedrungen. Ja, 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 verstehe. Da müssen wir uns beeilen, wenn wir die Splitter endgültig vernichten. So werden die Orks wieder zurückgedrängt. Oder gut? Okay, vor vielen, vielen Jahren lebten wir ja noch in Frieden mit ihnen und haben Handel getrieben. Doch die Macht des Dreiecks hat ihre Sinne vernebelt und sie wurden aggressiv. Auf keinen Fall darf diese Macht wieder freigesetzt werden. Das wäre der Untergang des Landes. Wie kann man diese Splitter zerstören? Ja, das ist eine sehr komplizierte Sache, nur mit Hilfe eines Druiden und der Macht eines Magiers zu bewältigen. Finde einen Druiden und einen Magier und komme wieder hierhin zurück. Oh Mann. Jetzt müssen wir auch noch irgendwelche Leute dafür zusammensuchen. Ja. Gut, dann
Wir wissen ja, glaube ich, wo der Druide ist, deswegen sehen wir uns gleich wieder. Gut, hier ist der Druide. Meister Dorian, wir brauchen erneut deine Hilfe. So, worum geht es denn diesmal? Philarius schickt uns... Philarius. Er sagt, er muss uns helfen, die Splitter des Dreiecks zu zerstören. Hat er euch also endlich gesagt, wie er heißt. Wenn das so ist, dann folge ich euch. Bringt mich zu Nuklearus. Gut. So, und jetzt noch den Magier. Wir haben den Tipp von, wie heißt er? René erhalten. Dass vielleicht der Anführer der Elfen uns helfen könnte, aber er weiß nicht, wo man den findet. Ich versuche es mal eben im Elfendorf. So, wir haben ja jetzt meinen Elfen befragt und ja. Ich suche den Magier Eridon. Er soll sich noch hier im Wald aufhalten. Eridon, sagst du? Ja, den kenne ich, doch er redet normalerweise nicht mit fremden Leuten. Er ist sehr alt. Er war schon damals Magier im Ersten Orkrieg. Wo ist er gerade? Lass mich mal nachdenken. Hier hat sich seit deinem ersten Auftauchen im Wald viel verändert. Das hat auch Eridon mitbekommen und ist in die Höhle gegangen. Dort wirst du ihn vielleicht antreffen. Ich werde nachsehen. Vielleicht meint er mit der Höhle, diese rechts hier. Mal gucken. Ansonsten, ja, sage ich Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Ah, hier ist plötzlich eine Treppe. Die war hier vorher nicht. Soweit ich weiß. Oh Mann, ist aber auch nicht gerade wenig, ne? Aber auch nicht gerade viel, muss man sagen. Ich meine, hier ist jetzt nix, ne? Nicht, dass ich was übersehe. Okay, hier kann man auch noch lang. Ah, der sieht doch ziemlich nach dem Magier aus. Bist du Eridon? Der Magier der Elfen? Wer möchte das wissen? Wir brauchen die Hilfe von Eridon, um das Dreieck zu zerstören. Ah, das magische Dreieck? Ich bin Eridon. So alt sieht er gar nicht aus. Ich habe die Elfen im Ersten Krieg angeführt. Ich habe es miterlebt, wie der Mensch Thjorben den Dämon besiegte. Ich habe miterlebt, wie das Böse aufstieg und niederfiel. Ich habe all die weiteren Krieger miterlebt. Und auch ich habe miterlebt, wie das Dreieck in die Splitter zerschlagen wurde und in diese Tempel begraben wurde. Moment. So, weiter geht's. Nun kommt ihr und sagt, ihr habt die Splitter gefunden und wollt das Dreieck für immer vernichten? Wie könnt ihr es wagen, mit mir, dem letzten noch lebenden Magier Ziziels, darüber zu reden? Philarus schickt uns. Philarus, sagst du? Ich kenne ihn schon lange. Woher kennt ihr ihn? Und woher habt ihr die Splitter? Es ist nicht wichtig, woher wir ihn kennen, und die Splitter haben wir aus den Tempeln geborgen. Nuklearus hat uns dabei geholfen. So? Darf ich diese Splitter denn mal sehen? Hier, schau sie dir an. Diese Macht! Ihr habt es tatsächlich. Ich spüre das Dreieck. Also gut, ihr sagt also, ihr braucht meine Hilfe. Wo befindet sich Philarus jetzt? Er ist in seiner Höhle im Wald, dort kannst du ihn treffen. Das ist gut, wir treffen uns gemeinsam dort. Und weg ist er. Wahrscheinlich wegteleportiert. Ich hatte für einen Moment die Befürchtung, dass er die Macht an sich reißt und uns verrät und uns damit bekämpft. Und damit noch der übelste Kampf bevorstehen würde. Aber sieht wohl nicht danach aus. Wir sehen uns in der Höhle. So, da werden wir mal sehen, was die drei jetzt machen. Ja, haben sich hier aufgestellt, aber der Druide fehlt. Endlich bist du da. Ja, ja. Doran, geh bitte auf deinen Platz. Ja, ja. Ach so, ja, das stimmt, der beide in unserer Gruppe. Nun, Tama, lege bitte das Dreieck in die Mitte des Sternkreises. Sehr gut. Nun, meine Freunde, sprecht den alten Spruch. Iluma, Sancantris, Sombrolatriano. Was? Ne, ich lese das nicht nochmal vor. Nochmal. Okay. Sprecht dir einen tollen Zauberspruch nochmal. Oh Gott. Eridon, nein! Die Macht war zu stark für den alten Magier. Doch wir haben es geschafft. Das Dreieck wurde vernichtet, auf das es keinen Schaden mehr anrichten kann. Naja, hat es Eridon einfach mal das Leben gekostet. Ich meine,
Der hat ja nur seit dem ersten Ork-Krieg alles miterlebt und gesehen. Nur dank dir haben wir es schließlich geschafft. Das Dreieck wurde zerstört mit Doppel-R. Die Gefahr gebannt. Die Orks und Tauren zogen sich zurück nach Draenor und fristeten dort ein friedliches Dasein. Ihr habt den Frieden zurück nach Zithir gebracht. Ja. Fjalmir, vielen Dank, dass ich seinen Namen benutzen durfte. Shialak. Vielen Dank, dass ich seinen Namen benutzen durfte. Aha. Notarion. Okay, das sind alles Leute aus dem Forum. Vielen Dank für das eventuelle Let's Play. TrueMG. Ha. Vielen Dank für den Wurf der Karte. Dark Bauer, Schöpfer der Welt. Jo. Okay, also noch irgendwelche komischen Leute aus dem Forum, die Dark Bauer kennt. Stimme aus dem Jenseits. Nun ist das Spiel zu Ende und du wirst zurück zum Titelbildschirm geschmissen, wenn du weitergehst. Ja, ist okay. Ja gut, das war das magische Dreieck. Es ist fertig. Der finale Part ist jetzt hier ein bisschen länger geworden mal, aber ich denke, das ist okay. Dass das Finale, naja, angemessenen Rahmen hat. Wollte jetzt nicht nochmal ein neues Video anfangen. Ja, was bleibt zu sagen? Es war auf jeden Fall dafür, dass nur Dark Bauer du dran gearbeitet hast. War es auf jeden Fall ein ziemlich gutes Spiel mit ziemlich viel Potenzial. Natürlich auch einige nervige Stellen mit dabei, die den Spieler auch ziemlich zu Weißglut bringen, aber das gehört auch in so ein Spiel mit rein. Sollte allerdings nicht überbenutzt werden. Und ja, na gut, es gab natürlich einige Bugs und so, das kann natürlich nicht perfekt laufen, wenn da nur einer das macht. Aber naja, ich denke, hier wurden nochmal ein paar mehr ausgemerzt. Insofern sollte das vielleicht für die Nachwelt noch besser laufen. Und ja, also mir hat es eigentlich gefallen. Es hat auf jeden Fall auch ziemlich viel Potenzial, wenn das jetzt noch detailreicher und sowas ausgebaut werden würde. Vielleicht nicht so viel Story von Herr der Ringe kopieren und sowas. Dann läuft das auf jeden Fall ziemlich gut. Dann hätte man das sogar schon bald auf den Spielemarkt bringen können. Was wollte ich noch sagen? Puh. Ja gut, halt detailreicher, weiß nicht, irgendwie. Na gut, dann hätte man die Story so länger machen müssen, dass man irgendwie mehr Gruppenmitglieder bekommt, dass es mehr Fähigkeiten gibt und mehr verschiedene Waffen. Mehr Rüstung. Sowas könnte man dann alles natürlich noch machen, aber damit das Spiel natürlich auch umfangreicher und so, ist natürlich noch mehr Arbeit. Und ich weiß nicht, wie lange du hier schon dran gesessen hast. Das war ja auch schon ziemlich viel, fand ich. Und mir hat auf jeden Fall die Dialoge haben mir gefallen. Die coolen Sprüche, die rausgehauen haben. Die Referenzen zu Gothic fand ich super. Auch jetzt gerade, wo das Dreieck vernichtet wurde, das war ja hier Anspielung auf Gothic 2, wo das Amulett des Innos, glaube ich, aufgeladen wurde. Und ja. Cooles Spiel. Ich denke, das ist alles, was ich jetzt dazu sagen kann. Mehr fällt mir momentan so spontan nicht ein. Ich würde es weiterempfehlen und ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen und ja, ich hoffe, ihr fragt ihn, ob ihr es auch spielen dürft. Und er arbeitet bereits an einem neuen Spiel und ja, das wird natürlich wahrscheinlich noch besser. Ich freue mich schon drauf und ich werde es dann natürlich auch let's playen, sobald es fertig ist. Das kann allerdings noch ein bisschen dauern. Ja. Das war's. Soll ich noch irgendwas labern? Fürs Zusehen habe ich mich schon bedankt. Ne, mir fällt echt nichts mehr ein. Also auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann hoffentlich bei meinem nächsten Let's Play. Bis dann.